Wir sind jetzt hier auf der Kollenburg über dem Maintal gelegen, wunderbar. Herr Wolf, Sie sind von den Burgfreunden Kollenburg e.V. und es geht um die Ruine, den Erhalt der Ruine. Ja. Welche Bedeutung hat denn jetzt die Kollenburg heute? Die Kollenburg heute ist an für sich Ruine, ein Anziehungspunkt für die Wanderer, die hier kommen und auf der Burg sich ausruhen. Und die Burgfreunde erhalten die Burg, was im Moment in ihren Kräften steht. Wann wurde denn die Burg, die ist alt, frühes Mittelalter, wann wurde sie genau erbaut? Die Burg soll 1150 erbaut worden sein, war der Beginn. Und es waren insgesamt 4 Bauabschnitte, bis sie fertiggestellt war. Und Sie haben jetzt eine Petition an den Bayerischen Landtag. Die Ruine wird betreut von Ihnen, von den Burgfreunden Kollenburg und von den Bayerischen Staatsforsten. Sie betreuen die Burg. Sie haben eine Petition gestellt mit dem Ziel. Was ist der Inhalt? Der Inhalt ist, dass der Bayerische Staat Fördergelder bereitstellt, weil derzeit sollen die Gelder von den Staatsforsten kommen. Die sollen aber Gewinn erwirtschaften für den Freistaat. Und das ist im Widerspruch. Und durch die jetzige Lage mit dem Borkenkäfer fließt kein Geld auf absehbare Zeit. Und es soll gleichgestellt werden mit der Henneburg, soweit ich das jetzt verstanden habe. Ja. Und wir sprechen hier von 450.000 Euro von einer Summe. Was ist jetzt Worst Case, wenn die Fördergelder jetzt nicht fließen sollten? Wenn die Fördergelder jetzt nicht fließen sollten, dann versuchen wir von den Burgfreunden ein Minimum zu stemmen, dass eben die Burg zumindest erhalten bleibt und vielleicht die eine oder andere Attraktion doch hergestellt werden kann. Herr Wolf, ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Es wird behandelt im Landwirtschaftsausschuss. Für mich war das jetzt interessant, das nochmal hier direkt vor Ort zu erleben. Ich wünsche Ihnen auch für den Verein, für den Burgfreunden Kollenburg e.V. alles, alles Gute und mal gucken, was mit der Petition dann wird an den Bayerischen Landtag. Vielen Dank. Okay, bitteschön.